In diesem Video lernst du den Schulterschimmi. Mein Name ist Goldminka, ich bin Tanzpädagogin und Burlesque-Lehrerin. Und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du einfache Burlesque-Bewegungen zum Mitmachen und Wohlfühlen. Wenn das gut für dich klingt, dann klick hier einfach auf diesen Abonnieren-Button. Genau, und heute zeige ich dir den Schulterschimmi oder auch Brustschimmi. Ein Schimmi ist alles, was wackelt. Ja, also es gibt hier den Schulterschimmi bzw. Brustschimmi oder es gibt auch den Hüftschimmi. Da wackelt unsere Hüfte. Das lernen wir ein andermal. Heute lernen wir den Schulterschimmi. Wir bauen den Schritt für Schritt auf. Also ich zeige ihn dir ganz, ganz langsam in 3 Schritten. Und genau, und ich sage dir auch immer wieder, worauf du achten sollst, welche Fehler du vermeiden sollst. Genau, also es geht los. Stell dich ganz bequem hin. Die Füße sind hüftbreit auseinander. Dein Becken ist ganz locker. Atme tief in den Bauch. Dein Oberkörper ist aufgerichtet. Deine Schultern sind nach unten. Ja, roll sie einmal nach hinten und steck sie in die Hosentasche nach hinten. Und dein Hals ist lang und dein Kopf ist an einem Silberfaden nach oben gezogen. Und jetzt rotierst du einfach einmal mit deinem Oberkörper von Seite zu Seite. Von links nach rechts. Ja? Mach das einfach so ganz genüsslich für dich in deinem Tempo. Lass die Arme ganz locker, die gehen einfach mit der Bewegung mit. Ja, die schwingen, weil du deinen Oberkörper bewegst. Und genau, atme dabei, das nicht vergessen. Und mach das einfach so für dich in deinem eigenen Tempo. Genau, das ist Schritt Nummer 1. Du kannst das jetzt so lange für dich machen, wie sich das gut für dich anfühlt. Das ist auch eine sehr entspannende Übung. Wenn man so den ganzen Tag im Büro sitzt, kann man sich damit immer noch mal so ein bisschen locker machen und ausschütteln. Ja, also auch für mal zwischendurch ist diese Übung ganz gut. So, dann Schritt Nummer 2. Wir stellen uns wieder hüftbreit auseinander. Also die Füße sind hüftbreit auseinander. Wieder hier ganz locker. Und jetzt rotieren wir unseren Oberkörper von Seite zu Seite und achten gleichzeitig darauf, dass unser Becken nach vorne zeigt. Ja? Also bei dieser Übung haben wir ja das Becken mitgenommen von Seite zu Seite. Jetzt bleibt das Becken. Du stellst dir vor, du hast hier 2 Scheinwerfer, die nach vorne leuchten. Ja? Sie leuchten jetzt nicht von Seite zu Seite. Sie leuchten auch nicht nach unten, sie leuchten nicht nach oben, sie leuchten nach vorne. Genau, wenn dir das schwerfällt, das Becken so gerade aufzurichten, dann geh ein bisschen mehr in die Knie. Ja, da wirst du merken, da fällt dir das leichter, das loszulassen und die Scheinwerfer nach vorne leuchten zu lassen. Ja, und dein Wirbelsäulenschwänzchen zeigt nach unten in den Boden. So, und jetzt geht es los. Schritt Nummer 2. Jetzt rotierst du mit deinem Oberkörper von Seite zu Seite. Links, rechts, links, rechts. Die Bewegung ist jetzt viel, viel kleiner, weil das Becken nach vorne zeigt, da ist unser Bewegungsradius nicht mehr so groß. Ja, also du bewegst dich jetzt immer so ungefähr von Zimmerdiagonale, also von Zimmerecke zu Zimmerecke. Ja, du kannst auch hier vorstellen oder dir vorstellen, du hast einen Scheinwerfer, welcher so von Seite zur Seite leuchtet. Genau, also dein Brustscheinwerfer. Genau. Wenn du rotierst, mach das mal weiter in deinem eigenen Tempo. Ich sag dir noch, worauf du achtest. Und zwar, wenn du von Seite zu Seite rotierst, bleibe in deiner Mitte. Ja, mach nicht sowas hier. Das ist nicht die Bewegung,
sondern du bleibst in deiner Mitte und rotierst wirklich mit deinen Schultern. Ja, also rechte Schulter vor, linke Schulter nach hinten. Linke Schulter vor, rechte Schulter nach hinten. Das ist die Bewegung, die wir machen, wenn wir hier von Seite zu Seite rotieren. Eine Schulter ist vorne, die andere ist hinten und du leuchtest so 45 Grad so, ja, in die Ecke deines Zimmers. Genau. Und dann machst du das in deinem Tempo weiter und vergisst natürlich dabei nicht zu atmen. Du kannst das so lange üben, wie du möchtest. Und wenn du einmal mit mir persönlich tanzen möchtest, dann freue ich mich, dich in meinen Kursen begrüßen zu dürfen, denn ich unterrichte auch live und in 3D. Und guck gerne mal in die Beschreibung des Videos, ob gerade bei dir in der Nähe bzw. ob gerade ein Kurs mit mir stattfindet. Ich unterrichte in Berlin und wenn du vorbeikommen möchtest, dann gerne. Die Informationen, wie gesagt, in der Beschreibung des Videos. Genau. Und jetzt Schritt Nummer 3. Du legst deine Hände auf ein Wolkenkissen, rotierst weiter oder fängst jetzt nochmal an, deinen Brustkorb von Seite zu Seite zu bewegen und wirst mit dieser Bewegung jetzt immer schneller. Und je schneller du wirst, desto kleiner wird die Bewegung. Ja, also das ist jetzt hier nicht mehr 45 Grad nach außen, sondern das ist einfach nur so eine kleine Wackelbewegung. Und ich hoffe, mein Mikrofon wackelt jetzt hier nicht zu doll mit. Dann hört man mich nämlich nicht mehr. Genau, also du machst jetzt diese Bewegung schneller und das ist dann dieser Brustschimmi. Und das machst du jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter. Ich erkläre dir jetzt noch zwei Sachen, auf die du bitte achten sollst, wenn du das so schnell machst. Und zwar legst du deine Hände auf ein imaginäres Wolkenkissen vor dir ab und hältst in deiner Hand oder in deinen Händen einen Zauberstab. Das heißt, deine Hände bleiben so ungefähr auf einer Höhe. Das hier ist kein schöner Schulterschimmi. Ja, also nimm deinen Zauberstab in die Hand und lass deine Hände locker. Mach hier nicht so eine Fäuste, um hier diesen Schulterschimmi zu kriegen. Ja, das hier ist auch kein schöner Schulterschimmi. Lass deine Hände locker, deine Arme bleiben schön weich. Ja, stell dir vor, dir fließt Wasser durch die Arme. Leg sie ab auf ein Wolkenkissen, nimm deinen Zauberstab in die Hand und fang an mit deinem Schulterschimmi. Genau, und das kannst du so lange üben, wie du möchtest. Gib dir ein bisschen Zeit dabei, das dauert ein bisschen, ehe man so diese Bewegung für sich gefunden hat. Ja. Und ja, das war der Schulterschimmi. Wie gesagt, wenn du mit mir persönlich tanzen möchtest, dann gerne in meinen Kursen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!